damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play Resident Evil Revelation 2 mit dem Doomsday. Und wir sind ja stehen geblieben, dass wir das Waldstück jetzt beendet haben. Das Waldstück war sehr, sehr, sehr schwierig. Also ich fand es echt schon richtig hart, weil man hat wirklich nichts gesehen und diese komischen Symptome-Viecher hatten auch ziemlich schwere Punkte zu treffen. Also wenn man nicht mit Natalia spielen sollte, dann hätte man es richtig schwierig, aber man hat ja diese ganzen... Oh Gott. Okay, langsam, langsam, das sind Ratten. Und da ist auf jeden Fall was. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Da liegt eine Leiche. Gut, den nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und da unten war auch noch was. So war's. Die Leiche ist ja tot. Und wir können wahrscheinlich nur aus dem Fenster raus. Dass wir nicht kaputt machen können. Der ist auch tot. Notiz eines Geflohenen auf Russisch. Ich kann es nicht glauben. Ich habe es lebend daraus geschafft. Zwar nicht unbedingt in einem Stück, aber lebend. Ich kann immer noch gar nicht begreifen, was da vor sich ging. All dieser Aufwand, nur um Angst zu machen und mit uns zu spielen. Es war Wahnsinn. Ich habe ein paar Menschen im Wald getroffen, aber sie haben mir nicht geglaubt. Ich muss sagen, dass ich ihnen nicht unbedingt Vorwürfe machen kann. Ich hätte mir auch nicht geglaubt. Wer würde sich schließlich gegen sie auflehnen? Sie, die uns alle gerettet hat. Ich kann das nicht alleine tun. Ich bin zum Funkturm gegangen und habe versucht, nach Hilfe zu rufen, konnte aber kein Signal rausbekommen. Wir sind ganz allein hier draußen, aber wenn wir keine Nachricht nach draußen schicken können, ist das unser Ende. Rettung? Lass ich nicht lache, sie ist der Teufel persönlich. Welche sie? Wen meinen die damit? Also war das hier nur so ein... Nur was zum Aufsammeln. Ich glaube, das ist die Tür hier. Ja. Ich kann vielleicht das Schloss aufbrechen. Oder aufschießen. Das geht nämlich auch. Also, in den meisten Resident Evil Spielen geht sowas. Okay, und jetzt geht's weiter runter. So. Mit Barry haben wir natürlich zwei heilende Kräuter. Sie sind da, versteck dich. Okay. Wie viel sind denn das? Zwei? Das sind zwei. Und da liegt eine Flasche. Brandflasche. So, der eine hat im Arm das und der andere im Kopf. Der eine ist tot und der andere hat es hier im Arm. Der eine lebt aber noch. Und ist auch gut. Tja, die Viecher sind eigentlich recht leicht, wenn man mit Natalia spielt. Und die Brandflasche, die würde ich mir schon gerne aufheben. Die kann man immer noch gut gebrauchen. Und hier geht es natürlich weiter. Hier sieht man auch Fußspuren. Aber was ist hier? Wo kommen wir hier hin? Was ist das hier? Sind wir hier? Okay. Ich weiß zwar nicht, wo wir sind, aber wir sind irgendwo halt. Mann, na endlich. Gehen Sie zum Funkturm. Wir sind auf jeden Fall richtig, aber ich wollte eigentlich das andere noch erkundigen. Deswegen schauen wir uns da nochmal kurz um.
Ich glaube, da gibt es noch was ganz Gutes zu sehen. Oder zumindest noch was zu finden. Und das würde ich gerne noch untersuchen. Genau, hier gibt es nämlich noch was. Ich hoffe, dass es hier auch keine Monster gibt. Von der anderen Seite verschlossen. So, und hier kann man durchkriechen. Ah ja. Ach, mach mal dieses Teil weg. So, damit ich hier durchkriechen kann. Aber noch ein grünes Kraut und ich verstehe. Moment, da müssen wir jetzt die Kiste hier reinholen, hier abstellen, draufsteigen und dann kann man auch sich das da oben nehmen. Ja, Moment, wir teilen mal kurz mit Barry die ach Mist, wir können keine. Doch, das können wir übergeben. Und Kräuter würde ich den. Okay, er hat 3 Max. Ja. Gut, was ist das eigentlich? Wir können hier nichts auch kombinieren oder so. Ich würde gerne alles mitnehmen, also nehmen wir das auch mit. Zack, eine Teilebox noch eingesammelt. Und haben dann hier auch alles eingesammelt, dann können wir auch weitergehen. Ich will ja auch nichts liegen lassen oder so, also wenn ich so ein Spiel spiele, dann will ich wirklich alles eingesammelt haben. Ich dachte eben schon, da wäre was. So. Wir sind auf jeden Fall richtig und wir sind auch fast am Funkturm. Denn hier geht es glaube ich nämlich weiter. Ah, und da liegt auch was. Ein Rubin. Sehr gut. So, hier geht's runter, aber ich würde gerne noch mal hier was im Haus abchecken. Genau, hier gibt's noch mal Munition. Was ist das? Verbandmittel. So, was können wir eigentlich? Ah, okay. Hier haben wir eine Werkstatt. Dann können wir jetzt mit Barry die ganzen Teile mal. Ja, Kapazität, Schaden, Schadenstufe 3. Alter, Schadenstufe 3, das machen wir mal gleich hier rein, zack. Schnellladen und Kapazität auf jeden Fall voll, damit dieses Sturmgewehr ziemlich gut ausgerüstet ist. So, jetzt geben wir mal kurz Natalia, Barry noch das letzte, oder hat, ne, hat schon, okay. Dann können wir das Barry auch mal rübergeben. Also Barry hat auf jeden Fall genug Pistolenmunition. Und Verbandmittel können wir natürlich jetzt auch mitnehmen. Zack. So, wir haben mit Barry jetzt ziemlich guten Schaden mit der Waffe. Und die laden wir gleich mal direkt nach. So, wir haben hier alles eingesammelt, dann können wir weiter runter. So. Gut, Natalia. Gut gesprungen. So, wir gucken erstmal mit Natalia, ob hier irgendetwas liegt. Sieht wohl nicht so aus. Der Funkturm ist gleich da vorne. Aber so wie ich so ein Resident Evil Spiel kenne, werden noch Monster auftauchen, auch wenn wir fast am Funkturm sind. Oh mein Gott, was ist das? Wir passen lieber auf, dass der Baum dieses Teil halt mit uns trifft. Was? Was zum Teufel? Wir müssen das Tor durchbrechen.
schauen erstmal mit Natalia. Da hinten sind noch mehr. Okay. Jetzt fehlen nur noch die Schiffs. Fuck. Der ist down. Wo ist der nächste? Der ist auch down. So, gibt's hier irgendwas, was wir noch einsammeln können? So. Da ist noch einer, der hat's im Kopf. Zack, der ist auch weg. Die Viecher sind auf jeden Fall ganz leicht, also. Und hier können wir auch was aufschließen. Machen wir mal zack. Und gucken mal, was hier drin ist. Aha, mit Barry können wir noch hier was öffnen. Und hier ist was zum Bedienen, aber wir gucken uns das erstmal an, ob hier noch irgendwas liegt. Natalia, komm wieder einmal rein. So, okay. Dann bedienen wir es einfach mal. Geht doch, jetzt sollte der Kram laufen. So, dann haben wir eine Ebene schon mal geschafft. Auf jeden Fall geile Musik hier, das ist echt spannend. Es leckt auch ein bisschen, sehe ich gerade. Weiß auch nicht warum. So, jetzt geht's wieder. Hier will ich auch noch gerne reingehen. Ich gucke gerade erstmal, ob hier noch irgendwelche Gegner sind. Und so wie ich mich kenne, sind hier auch Gegner drin. Gut, was hat der am Kopf? Komm. Oh nein. Zack. Ist noch irgendwo einer. Deswegen schauen wir mal mit Natalia. Der hat's am Fuß, ne? Am linken Fuß. Okay. Am dem Fuß. Zack. Alle tot. So, hier ist auch nichts mehr. Dann haben wir alle erledigt. Müssten auf jeden Fall alle erledigt haben. Ja. Und hier ist noch Munition oder irgendwas, genau. Den nehmen wir mit. Ist mit Natalia noch irgendwas hier? Das ist auf jeden Fall ein spannender Kampf. Wir können mit Natalia jetzt auf jeden Fall das hier bedienen. So, und wer ist jetzt der Schlüsselmeister hier, was? Los, schnell! Okay. So, und jetzt müssen wir natürlich wieder raus. Ah, hier liegt noch was. Das nehmen wir natürlich mit. So was. Auf jeden Fall eine schreckliche Musik, wenn man hier so durchläuft. Und hier ist noch ein Gegner. Hier ist noch ein Gegner. Der ist am anderen Fuß.
Es sind zu viele von ihnen. Komm schon, wir müssen hier raus. Okay. Schnell raus, schnell raus, schnell raus. Talia. Der eine hat seinen Kopf. Der andere am Fuß. Sehr gut. So, einfach raus hier, einfach raus hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das war eine schöne Explosion. Ja. Ah, ihr seid alle tot. So, und wir sind am Funkturm angelangt. Gehen Sie zum Funkturm. Ja, Na, das war der wirklich weite Umweg. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge dann zum Funkturm gehen. Weil ich weiß, es ist ein fieser Cut. Das mache ich eigentlich gar nicht. Aber ich renne halt, also ich tue immer zeitlich aufnehmen. Das ist immer so von 15 bis 17 Minuten Durchschnitt. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Dummsee. Ciao.